Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist immer noch Chris und heute in dem Video zeige ich euch mal, um was es bei meinem ganz großen Projekt eigentlich geht. Ihr dürft gespannt sein, bleibt dran, ich fange von vorne an zu erzählen. Viel Spaß beim Video. Also bevor das Video jetzt richtig losgeht, vorab noch ein paar kleine Informationen. Die Szenen aus diesem Video sind teilweise bis zu einem Jahr alt. Ich habe letztes Jahr im Sommer meine erste eigene Kabine aus Holz aufgebaut und habe dabei viel gelernt, weil ich auch viele Fehler gemacht habe. Die teile ich jetzt hier mit euch, damit ihr in Zukunft es vielleicht besser machen könnt, falls ihr vorhabt, euch auch eine eigene Kabine aus Holz aufzubauen. Könnt ihr euch angucken, wie man es jetzt hier nicht macht, aber ich gebe euch auch Tipps und Tricks mit an die Hand, was man vielleicht besser machen könnte. Also viele Sachen, die ihr jetzt seht, sollte man so nicht tun. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Gucken. Wie ihr seht, ich war einfach im Baumarkt unterwegs, habe ein paar Sachen eingekauft, unter anderem auch Holzbalken, also ganz einfaches Konstruktionsholz. Das würde ich vielleicht so nicht mehr machen, kein echtes Echtholz nehmen. Ich würde stattdessen vielleicht Sperrholzplatten zusägen und daraus mir Leisten sägen. Ich vermute einfach und ich gehe einfach davon aus, dass die bei ähnlichem Gewicht belastbarer sind und besser die Kräfte aufnehmen können und zum Beispiel beim Verschrauben nicht splittern würden, wenn man da eine Schraube reindreht. Ja, ihr seht ja in dem Video, ich verwende wirklich viele, viele Winkel und mindestens genauso viele Schrauben. Nein, viel mehr. Ich möchte euch dringend davon abraten, das so zu machen, wie ich das hier gemacht habe. Das ist extrem schwer und es ist zwar etwas mehr Aufwand, es braucht ein bisschen mehr handwerkliches Geschick, aber man kann sehr viel bessere Verbindungen herstellen, wenn man keine Winkel hernimmt, sondern einfach sich ein bisschen informiert vorher, wie man es richtig macht, Holzverbindungen herzustellen. Es gibt so viele Methoden, das einfacher oder gewichtsmäßig leichter herzustellen, als das, was ich hier getan habe. Ja, und ihr seht, ich baue das ganze Teil aus USB-Verlegeplatten. Ich habe zwar schon die dünneren genommen, aber USB-Platten sind dafür nicht geeignet. Die sind einfach dafür dazu, da auf den Boden gelegt zu werden. Die sind zum einen nicht wetterfest, nicht feuchtigkeitsbeständig, zum anderen extrem schwer. Ich würde stattdessen einfache Sperrholzplatten nehmen, vielleicht auch die ganz dünnen mit 3 mm oder so in der Art. Die tun es genauso. Die halten und sind nicht so schwer. Die Platten, die ich verwendet habe, nicht einfach nur verschraubt, sondern auch mit Montagekleber verklebt. Die waren zu der Zeit beim Aldi einfach im Angebot. Ich habe einfach zugegriffen und den genommen. Ich würde das nächste Mal darauf achten, einen anderen Kleber zu nehmen, der besser fest ist, der nicht bei Feuchtigkeit anfängt, sich aufzulösen. Das war einer der Punkte, weshalb die Kabine nicht so gut geworden ist, wie ich es gehofft hatte. Wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, ihr möchtet eure Kabine selber aus Holz bauen, ähnlich wie ich das gemacht habe, nur ein bisschen besser natürlich, dann solltet ihr für besseren Wetterschutz sorgen, als ich das getan habe. Ich würde dazu sagen, ich würde empfehlen, ihr nehmt am besten Epoxykleber, irgendein Epoxyharz und rollert die ganze Kabine von außen damit schön ein und macht das damit wasserdicht. Wenn ihr das Ganze noch ein bisschen stabiler machen möchtet, legt ihr noch eine Bahn Glasfasergewebe drüber und rollert nochmal drüber und entlüftet das.
in der Lüftungsrolle und dann habt ihr das nicht nur stabiler, sondern auch wirklich richtig wasserfest. Das ist mein ganz wichtiger Tipp. Macht nicht irgendwelche Farben und irgendwelche Quatsch drauf, keine Tinte ab oder sowas. Nehmt sowas wie ein Epoxy und dann ist das Ganze noch besser. Ja, diesen Aufbau hier habe ich bei der Firma Sandkorn mir abgeschaut, Sandkorn Leichtbautechnik, auf der Abenteuer Eurad letztes Jahr. Hut ab davor, das so gut funktionierend hinzubekommen, ist gar nicht so leicht, habe ich jetzt festgestellt. Da muss man sehr genau arbeiten, damit das funktioniert. Mein Tipp an dieser Stelle ist, macht den Aufbau einfach, technisch einfach. Nicht so komplizierte Sachen anfangen an einbauen. Erstmal die einfachen Sachen hinkriegen und dann könnt ihr hinterher immer noch mit vielen Staub zaubern. Ja, und wie ihr hier seht, habe ich mich mittendrin im Aufbau dazu entschieden, das Layout nochmal zu erarbeiten. Ich habe einfach ein Stück weggesägt, das hält trotzdem, und habe mich dazu entschieden, den Innenaufbau ein bisschen anders zu machen. Hier nochmal einen kleinen Schwenk durch die Kabine. Da seht ihr, wie ich mir das hätte vorstellen wollen. Mit dem Innenausbau, den habe ich dann nicht ganz zu Ende gemacht. Und hier seht ihr nochmal, wie das Ding aussieht. Ich habe neue Reifen bekommen, neue All-Terrain-Reifen. Und so sieht die Kabine dann von außen aus. Und auch wenn die Kabine nicht so super geworden ist, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, sie hat trotzdem eine gewisse Zeit lang gehalten und funktioniert. Wir haben sie auch benutzt. Ich bin damit zum Beispiel mit 120 auf der Autobahn von Frankfurt nach Hamburg über das Ruhrgebiet zurück nach Frankfurt und das hat alles funktioniert und gehalten. Ich habe da drin gepennt. Das hat funktioniert. Ich habe auch ein langes Wochenende mit der Familie am See verbracht. Das war auch sehr schön, hat auch funktioniert. Einziges Problem bei der ganzen Sache. Wenn das Dach aufgestellt ist und es regnet so richtig mit Sturm und Wind und allem drum dran, kommt vorne links auf der Fahrerseite am Fußende, wo man liegt eigentlich, in der Kurven, da kommt dann leider doch ein bisschen Wasser durch. Meine Frau hatte im Schlafsack dann leider mit in der Nacht nasse Füße, als es gewittert hat. Nachdem ich die Kabine ein bisschen getestet habe, stand sie ja circa ein Vierteljahr auf dem Pickup in der Einfahrt, ohne Schutz, ohne Regenschutz, dem Wetter ausgesetzt. Ja, und wie ich schon gesagt habe, das Wetter, der Regen, haben der Kabine zugesetzt, ist von innen ein bisschen feucht geworden, die Farbe hat sich gelöst, der Kleber hat sich gelöst, das Holz hat sich aufgelöst. Von daher ist es leider an der Zeit, sich von der Kabine wieder zu trennen. Die fliegt runter von der Kabine, die Kabine fliegt runter vom Auto, so rum, und wird wieder zerlegt. Denn ich brauche den Platz, ich habe ein neues Projekt angefangen. So sieht die Kabine von außen aus. Und jetzt ist es Zeit für eine kleine Wendung in der Geschichte. Ja, also ich habe mich entschieden, hier die Garage anzumieten und wie ihr hier hinten seht, der Holzaufbau meiner ersten Kabine ist noch drauf. Ja, ich habe halt ausprobiert, ob man dafür unter 1000 Euro eine Kabine hinzimmern kann, aus Holz, aus einfachen Materialien, ob man das wetterbeständig hinbekommt und ich muss sagen, wetterbeständig bedingt. Ich habe ein paar Ideen, an denen ich arbeite, um das Ganze wirklich robust, langlebig, leicht und günstig hinzubekommen. Günstig relativ, weil es wird trotzdem einiges an Geld kosten, aber keine 20.000 Euro, wie man das bei anderen Kabinenherstellern kennt. Dank Eigenleistung mit Sicherheit deutlich günstiger. Und dann, ja, als erstes fliegt die Kabine runter und dann gibt es was Neues. Ihr dürft gespannt sein, da werden einige Videos kommen. Und ein letztes Mal noch das Aufstelldach aufstellen, bevor es abgebaut wird. Ich muss sagen, das alleine schon ist ein Kraftakt. Das Ding ist so schwer. Ich krieg's gerade so aufgestellt. Und wie gesagt, Hut ab vor der Firma Sandkorn, die das serienmäßig baut. Das ist wirklich nicht ohne.
ihr jetzt gesehen habt, ich habe hier mir eine Garage angemietet. Ich habe hier schön viel Platz, relativ viel Platz. Und ja, die Kabine gibt es ja jetzt nicht mehr. Die steht jetzt hier teilweise noch angelehnt an der Wand, die Reste davon. Und teilweise habe ich die hinter mir auch anderweitig verwertet. Aber im nächsten Video, da dürft ihr gespannt sein, was das hier geworden ist. Mein nächstes cooles Projekt, das ich angefangen habe. Seid gespannt. Wer mir auf Instagram folgt, wird schon gesehen haben. Da habe ich ein bisschen gespoilert. Ich meine, die Aufnahmen, die ich euch gezeigt habe, sind ja fast ein Jahr alt. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Auf Instagram habe ich das ein bisschen berichtet. Falls ihr mir da noch nicht folgt, tut es doch einfach mal. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Sagt mir, was ihr an den Sachen, was euch gefallen hat. Kommentiert fleißig unten runter. Kritik, Anregungen, Fragen, alles unten reinschreiben. Und ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, natürlich auch das tun. Und dann wünsche ich euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.